Hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier im neuesten Video. Heute geht es um das Thema Meisterkombo. Ja, ich weiss, jetzt momentan lag es wieder. Es ist so, ich habe 6 Mal Last Cross offen und nehme hier mit Action auf. Und ich weiss jetzt nicht. Ich zeige es euch jetzt kurz wegen dem Einstellen. Beziehungsweise. Ja, ich zeige es jetzt wegen dem Einstellen. Macht dann die Combo, kann nicht aufnehmen, weil ihr seht jetzt, wie es laggt. Und zeige einfach ein, zwei Screenshots als Beweis halt, bla bla bla. Und zeige euch ein Durchlauf nur mit dem Charakter, ohne die ganze Gruppe rechts. Damit ihr einfach seht, wie das so ist. Ihr müsst dafür, dass ihr Meister-Combo, also das sind Master-Münzen bekommt, müsst ihr einmal den Level 100er Baum, also ihr seht immer, Antarest ist falsch. Es muss sein, beziehungsweise ihr habt dann viel zu lange, wenn ihr so viel killen müsst. Ihr müsst einmal den Nivas Level 100, da geht ihr weiter nach runter, sucht Level 90er, ich zeige es euch jetzt gleich, weiß nicht mehr genau wie die heißen. Weiter runter. Jetzt kommt der hier, Level 91. Ich dachte, der sei Level 90, ja egal. Müsste auch gehen. Bis alle 20 Räume voll sind. Ihr seht unten links auch die Punkte. Wie viele Punkte es braucht. Aber ich schaue gar nicht darauf. Ich mache einfach voll bis 182. Ja genau, dann geht nicht mehr so. Dann drückt ihr da drauf. Und dann bekommt jeder in der Gruppe eine Anfrage. Und der kostet ein paar hunderttausend den Eintritt hier. Ja. Und dann mache ich jetzt die Runde und zeige euch dann gleich noch, wie es geht. So, jetzt haben wir die MC durch. Ich hatte ca. 10 Minuten. Ich denke mal, wenn man sich richtig anstrengt, kriegt man das Ganze auch in 8 Minuten, in 7 Minuten, wie lange auch immer durch. Schreibt bitte in die Kommentare, wie lange ihr habt dafür. Würde mich sehr interessieren. Und jetzt zeige ich euch nochmals. Ich habe wirklich Coins of Master bekommen. Wenn man mit der vollen Gruppe reingeht, also 1, 2, 3, 4, 5 zu 6, kriegt man ca. 1,8000 pro Runde, pro 10 Minuten. Und dann eben, wie gesagt, haut ihr nicht das rein, nicht Antarest, sondern die normalen, also die einzelnen, weil sonst kommen noch ganz viel Kleinkram dazu. Und das müsst ihr halt auch alle killen, also macht ihr so, 91er, einmal rein und dann eben wie gesagt mit diesen Bäumen, 99er Bäumen auffüllen, damit ihr am Schluss 183 Punkte habt, man braucht die glaube ich. Ja, jetzt ist 189, 199. Also wie ich es halt vorhin gezeigt habe. Und eben, da bekommt ihr diese. Ihr könnt natürlich auch andere Mobs, wenn ihr jetzt kleines Level seid oder wie auch immer, machen, aber dann bekommt ihr nicht diese guten Schmuckteile, sondern dann bekommt ihr irgendwie mit 3x MP Absorb oder wie auch immer 3% MP Absorb oder irgend so ein Scheiß. Also wirklich, macht es wirklich so, wie ich jetzt euch gezeigt habe. Dann kriegt ihr diese Coins auf Master und dann könnt ihr hier beim MC Markt Combo Golden Skill Bug, das nicht, das könnt ihr alles was machen, aber ich, wenn ich was mache, kaufe ich diese hier. Ich zeige es einmal, ich verkaufe eigentlich immer die Münzen, aber ich habe noch genug. Macht die so einmal auf und dann seht ihr, was es hier gibt und dann habt ihr halt weniger Münzen für das. Oder? Also Hitrate 112, das ist noch was Gutes. Mit dir so nochmals Hitrate und da gibt es halt weniger Münzen, oder? Nochmal. Und ja, ich selber verkaufe das Zeugs dann im Marktschreier oder sonst einfach habe ich hier jemand drin, der die auch kauft, aber ich würde mal sagen, verkauft es nicht an einer Person, die es unbedingt möchte, verkauft es an die Massen, also stellt es hier, stellt sie in den Marktschreier oder wie auch immer,
weil dann könnt ihr auch mehr dafür verlangen meistens. Also ich habe von gestern auf heute Nacht, also ich habe es eingetan, morgen hatte ich alles verkauft, ich habe etwa, ich weiß es gar nicht, mal, stimmt, ich habe 3 Millionen für eins verlangt und normalerweise bekommt man 1,1 bis je nachdem halt, aber nicht viel, viel mehr und ich habe es für 3 verkauft, also wirklich hier reinstellen, logisch, so macht jeder Markt kaputt, ich weiß, aber jeder soll selber entscheiden, wie es macht und auf jeden Fall seht ihr hier, AD hat es jetzt für 1,5 drin. Und sonst könnt ihr es eben auch hier reinstellen, wenn ihr hier den Titel habt, dann gibt es auch keinen Abzug vom Gold, vom Gewinn. Und ja, ich hoffe, euch hat das vorhin gemacht, beziehungsweise jetzt muss ich noch einmal Solo durchmachen, um euch zu zeigen, wie das genau geht. Stimmt, das habe ich jetzt gar nicht gemacht. Eine Runde mit euch zusammen. Eben da, dann das ist klar. Dann hier steht er. So. Moment, wo ist der Baum da? Einmal Baum und der ist dann weiter runterfahren, wie ich vorhin gesagt habe. Und dann kommt der hier schon bald 91. Müsste der sein? Ja, genau, hier auffüllen. Seht ihr nachher auch als Beweis, dass es wirklich die Münzen sind. Und der 82 so. Rein. Muss halt auch sagen, wenn man halt mit der ganzen Gruppe, das sind alles die eigenen Cars, sind das vielleicht schon ein bisschen blöd, oder so viel Charakter, die ganze Gruppe zu erstellen, etc. Aber wenn man das macht, dann kann man ja auch die rumstehen lassen und dann in einer Stunde später wieder machen und wie auch immer, nicht einfach die ganze Gruppe stellen und alles nur für einmal, das bringt es natürlich nicht. Oder für 10 Runden, also für einmal, bringt es nicht. Dann schon stehen lassen oder gerade ein paar Runden nach durchziehen. Aber ich merke, es macht schon keinen Spaß. Es ist wirklich nur um Gold zu machen. Darum eine Runde machen. Da kann man die stehen lassen. Geht sonst irgendwie leveln. Macht wieder eine Runde. Seht ihr? Coin of Master hat es gegeben. Und ja, ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Euch hat das ein bisschen was gebracht. Würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Und ja, schreibt es auch in die Kommentare, was ich mal erzählen soll, was ich zeigen soll. Ja, bis dann, ciao miteinander.